Es geht einiges voran, es soll noch viel mehr vorangehen. Und einer, der sich mit dem Vorangehen und vor allen Dingen auch dem Umsetzen beschäftigt, ist Thomas Kirmeier. Er ist nicht nur der Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Plan und Bauen, sondern auch der Fraunhofer Allianz Bau und vor allen Dingen auch ein weiterer Schirmherr der BIM-Tage Deutschland. Und wir sind etwas vor der Zeit, weil die Vorredner sich hier sehr beeilt haben, ihre Message rüberzubringen. Das macht aber nichts, weil Thomas Kirmeier gerne mal überzieht. Das darf er jetzt auch, aber nicht allzu sehr. Aber gerne, Thomas, du hast das Wort und wir freuen uns auf dein Grußwort. Ja, lieber Andreas, vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Frau Ministerin Scharnbach schon, glaube ich, gegangen. Bartol, im Namen des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Planen und Bauen und eben dann auch des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, der Staatssekretär Kellner wird gleich ja noch ein eigenes Grußwort an Sie richten, möchte man Sie natürlich auch ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Auch wir sind zum dritten Mal dabei. Wir halten das für eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Veranstaltung, um einfach dieses Thema voranzubringen. Die Bau- und Immobilienwirtschaft steht aus unserer Sicht vielleicht wirklich vor einer der größten Herausforderungen, die sie je zuvor meistern musste. Ich denke, wir alle merken, dass der politische, der ökonomische, aber auch der gesellschaftliche Druck einer erfolgreichen Transformation zur Klimaneutralität und auch in die Kreislaufwirtschaft im Moment ja auf die Verknappung an Ressourcen und Energie. Wir haben einen schleichenden Know-how-Verlust, ausscheidender Babyboomer und gleichzeitig eine hohe Erwartungshaltung mit mehr bezahlbarem Wohnraum. Das klingt nach einem schwer auflösbaren Spannungsfeld, so wie wir es aktuell erleben. Und ich denke, es ist allen klar und bewusst, dass wir hierfür sehr, sehr viele unterschiedliche Handlungsaktivitäts- und auch Innovationsfelder zusammenführen müssen. Ich komme aus der Forschung und kann das nur bestätigen und dass wir das deutlich intensivieren und auch noch stärker koordinieren müssen. Sollte uns auch bewusst sein, dass diese tiefgreifende Transformation wirklich große Investitionen erfordert. Wenn wir uns mal mit der Automobilindustrie da ein Stück vergleichen, vielleicht die investiert gerade 10% des Umsatzes in etwa 40 Milliarden Euro im Jahr in eine erfolgreiche Transformation zur Elektromobilität. Und ich denke, wir stehen vor einer ähnlich großen Herausforderung in der Transformation für die Bauwirtschaft und müssen uns vielleicht auch da in den Anstrengungen noch weiter nach vorne bewegen. Ich bin mir aber auch sicher und bin vollster Überzeugung, dass es sich lohnt, vor allen Dingen in den Bau zu investieren. Und ich kann das von der Forschung wirklich bestätigen. In keiner anderen Branche wird aus meiner Sicht der investierte Euro so viel wert sein und so viel Potenzial hebeln wie im Bau. Der Ressourcenverbrauch ist natürlich auch unheimlich viel wert. Und da werden wir was bewegen können in Richtung weniger Umweltwirkungen und weniger Ressourcenverbrauch, dann glaube ich, haben wir enorme Potenziale. Insgesamt liegen auch große Potenziale natürlich noch in der Produktivität, die wir steigern können. Wir können noch Fehlerkosten senken und da spielt natürlich BIM und Digitalisierung eine der entscheidendsten Rollen. Aus meiner Sicht also gut investiertes Geld, nicht nur zum Wohle der Umwelt, der Gesellschaft, sondern natürlich auch, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe zu sichern. Und das ist ja auch unser Auftrag im Mittelstandszentrum, vor allen Dingen die kleineren Betriebe da zu unterstützen, eben auch hier wettbewerbsfähig und zukunftsfähig zu werden und zu bleiben. Also um also die erfolgreiche Transformation ist natürlich zu bewältigen, ist vollkommen klar und offensichtlich, glaube ich, dass die Digitalisierung und BIM ganz, ganz entscheidend ist. Um das vielleicht richtig einzuordnen, geht es immer, finde ich, ganz gut, wenn man sich einfach nur ein paar Fragen stellt. Und meine Fragen wären, wie wollen wir Kapital im Sinne reduzierter Umweltwirkungen im Bestand gezielt einsetzen, wenn wir dafür die erforderlichen Ausgangsinformationen gar nicht haben? Wie wollen wir klimaneutrale und umweltfreundliche Projekte realisieren, wenn wir nicht bereits in den frühen Phasen die erforderlichen Informationen, also schon wissen, die Informationen verfügbar haben, um die späteren Wirkungen auch transparent abzuschätzen? Wie wollen wir die komplexen Betriebsprozesse eines Gebäudes im Sinne reduzierter Energieverbräuche steuern, wenn die Gebäude nicht mit uns reden? Und wie wollen wir eine Kreislaufwirtschaft etablieren, wenn wir keine Transparenz über die verfügbaren und verbauten Materialressourcen haben? Also unbestritten benötigen wir für eine erfolgreiche Steuerung durch diese Transformation valide und zuverlässige und verlässliche Daten und Informationen. Und die Digitalisierung und BIM entwickelt sich hier, denke ich, aus unserer Wahrnehmung aktuell vielleicht so ein bisschen im Gegensatz zum Sport nicht von der Pflicht zur Kür, sondern eher von der Kür zur Pflicht. Und wenn Digitalisierung heute also sich ein Stück weit ein Muss ist, dann müssen wir, um nicht an den Zielen zu scheitern,
glaube ich, müssen wir gleichzeitig aber, wenn man an die kleinteilige und stark mittelständig geprägte Wirtschaft denken, nicht nur normativ über Vorgaben ins Ziel steuern, sondern wir müssen auch das Wollen auslösen. Und das Wollen eben an Digitalisierung hängt wieder wahnsinnig stark mit dem Nutzen zusammen, den wir transportieren. Und das ist unsere größte Aufgabe auch im Zentrum. Wir müssen den Nutzen transportieren, damit man versteht, warum Digitalisierung sich lohnt, damit es was bringt. Und dann tut man es auch gerne. Und dann geht es natürlich auch in so einer Breite viel schneller. Nichtsdestotrotz brauchen wir normative Rahmensetzungen. Wir wissen, dass wir auch mehr Standards brauchen. Das ist ganz wichtig, um Ausrichtung zu kriegen. Aber wir müssen eben auch dieses Wollen auslösen, dass man versteht, dass Digitalisierung was bringt. Und das erleben wir jeden Tag bis runter ins Handwerk, die sich einfach freuen, wenn sie halt am Freitagmittag auch mal Schluss machen können, weil einfach die Baustellenprozesse deutlich schneller, effizienter und eben auch reibungsloser gehen. Den Nutzen sichtbar zu machen und die Umstellung gezielt zu unterstützen, das ist, was das Zentrum eben auch seit knapp 5 Jahren mit einer sehr intensiven Arbeit macht. Wir haben fast 2000 Workshops, Schulungen, digitale Werkstätten durchgeführt, fast 50.000 Teilnehmer, also sicherlich ein guter Anfang, aber aus unserer Sicht natürlich noch ein Schritt auf einem noch sehr langen Weg. Wir sind an der Stelle natürlich sehr dankbar für die Förderung, die wir aus dem Bundeswirtschaftsministerium haben, damit wir diese Leistungen auch kostenfrei anbieten können, was natürlich gerade für die kleinen Betriebe von einer extrem großen Bedeutung ist. Aber wir brauchen dringend auch Veranstaltungen wie diese heute, um uns mit den Lösungen eben noch besser vernetzen zu können, möglichst viele praxisgerechte Lösungen auch zu transportieren, aber auch neue Impulse für eine noch schnellere und qualitativ gute Digitalisierung zu setzen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele auch an unserer Stage 2, die wir jetzt am Nachmittag oben starten werden, begrüßen dürfen, mit vielen Praxisberichten, wirklich aus der Praxis berichtet, vom Planen bis zum Betreiben. Und unser Motto dieses Jahr ist einfach machen, weil wir einfach denken, wir müssen alle viel mehr noch ins Spiel motivieren, damit wir einfach mal anfangen und dabei lernen und uns dann entsprechend Stück für Stück weiterentwickeln. Und dabei wünsche ich uns allen jetzt wirklich einen sehr spannenden, einen motivierenden und vor allen Dingen eben auch einen aktivierenden Tag. Vielen Dank.